Ordnung und Sauberkeit, wie wichtig ist dir Ordnung und Sauberkeit in deinem Betrieb? Ja, Ordnung und Sauberkeit hat viele Namen. Wenn wir über das Thema 5S reden, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, kannst dir auf jeden Fall mal nachschauen. 5S ist im Prinzip eine Möglichkeit, wie du mehr Ordnung schaffen kannst in deiner Produktion beispielsweise. Ne? Oder über ganz klassische Dinge wie zum Beispiel, wenn man einen Arbeitsplatz in der Werkstatt besitzt, dann räumt man auf, nachdem man aufgehört hat zu arbeiten. Es soll immer so aussehen, wie wenn man morgens ankommt. Ja? Ein ewiger Kreislauf. Und ja, also letztendlich macht es Sinn, eine ordentliche Arbeitsumgebung zu haben, eine Sauberkeit, Ordnung an vorderste Front zu stellen? Natürlich macht es Sinn. Ne? Man ist schneller bei der Arbeit, man ist aufgeräumter bei der Arbeit, hat weniger Stress, weil man weniger suchen muss. Ne? Es flutscht einfach besser dann. Ne? Ordnung, Sauberkeit ist ein Weg zur Ruhe. Ja? Zur Ruhe und zur Effizienz letztendlich. Ne? Wenn wir jetzt aber über Ordnung und Sauberkeit im Rahmen vom Arbeitsschutz reden, dann hat das auch eine große Auswirkung. Ne? Stell dir einfach mal eine Produktionshalle vor, die total unordentlich ist. Ja? Alles liegt drunter und drüber. Ne? Man hat keinen richtigen Weg zum Laufen zum Beispiel. Ja? Und da kannst du dir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass man im Rahmen von so einer Umgebung eher verletzt wird als in einer Umgebung, die aufgeräumt ist. Und das ist der Hintergrund, dass man einfach sagt, Ordnung und Sauberkeit ist förderlich, wenn es in das Thema Arbeitsschutz reingeht. Und es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Systematiken, wie man das Thema angehen kann. Vielleicht hast du in deinem Unternehmen schon gewisse Systematiken ausprobiert oder lebst die schon. Ja, ich habe eine genannt, das ist die 5S. Arbeitsgestaltung, ich habe hier so einen Wikipedia-Eintrag mal offen, ne, weil ich die Begrifflichkeiten nie wirklich mir merken konnte. Ne. Diese 5S bedeuten, ja, aus dem Japanischen kommend, sortieren, ordentlich hinstellen, ja, säubern, säubere, ja, standardisiere und Selbstdisziplin. Ne. Also das heißt, eine Methodik, wie man einfach alles ordentlich haben kann. Ne? Dinge, die man nicht benötigt, zum Beispiel weggeräumt hat, Dinge, die man tagtäglich benötigt, entsprechend einen Platz zuweist, der es auch kennzeichnet, sodass, wenn man zum Beispiel irgendeinen Schraubenschlüssel oder so was entnimmt, dass auch sichtbar ist, dass da mal ein Schraubenschlüssel da lag, ja, und dass der Platz dieses einen Schraubenschlüssels genau da ist und so weiter und so fort. Ne? Das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Und dann also mein Ratschlag, das ist sowieso eigentlich immer der Fall, wenn es solche Systeme gibt, die dich interessieren, zum Beispiel das Thema 5S, ja, es gibt auch Unternehmen, die machen 6S draus oder 6S Plus oder wie auch immer, dann nimm dir mal einen Bereich vor, ja, keine Ahnung, ein kleiner Bereich, ja, und setz es da mal um, schau mal, wie das funktioniert, ja. Und wenn du dann merkst, okay, das funktioniert einigermaßen, ja, dann hast du die Möglichkeiten, gegebenenfalls dann nochmal nachzukorrigieren, ne, um es noch besser zu machen. Und wenn es dann einen Status erreicht hat, wo du sagst, okay, jetzt können wir es eigentlich auf das gesamte Unternehmen ausweiten oder auf die gesamte Produktion, dann mach das. Ja. Und genau, Ordnung, Sauberkeit, wichtiges Thema. Schaut man im Audit immer gerne hin, ja, wenn die Ordnung und Sauberkeit auch entsprechend passt. Ist auch so ein kleiner Hinweis an die Führungsmentalität. Ja? Also wenn man zum Beispiel die Unternehmenspolitik hat, ja, und in der Unternehmenspolitik beispielsweise Ordnung und Sauberkeit hoch angepriesen wird und man dann tatsächlich vor Ort ist und man dann feststellt, dass Ordnung und Sauberkeit eher zweitrangig gehandhabt wird, dann ist das auch ein kleiner Hinweis, dass da irgendwelche inkonsistenten Tendenzen im System existieren, dass man gegebenenfalls in irgendwelche Ecken reingucken muss, etc., etc., etc. Ne? Und ich kann als Arbeitsschützer, als überzeugter Arbeitsschützer nur sagen, Ordnung und Sauberkeit ein wichtiges Thema, ja, was die Unfallzahlen entsprechend runterschrauben kann, wenn man es richtig macht. Ja? Aber auch da ist es immer wichtig, nicht übers Ziel hinauszuschießen, sondern tatsächlich alle Leute mitzunehmen, ne, die Akzeptanz auch
abzuwarten und zu erarbeiten, um dann weiterzulaufen. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam. Genau, Ordnung und Sauberkeit im Arbeitsschutz. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen Daumen hoch. Ja, wenn, sag mir doch, hinterlass mir einen Kommentar. Erzähl mir, wie es in deinem Betrieb so ist. Ne? Ob das Thema Ordnung und Sauberkeit eine Rolle spielt oder eher nicht. Ja? Ob die Unternehmensleitung das Thema Ordnung und Sauberkeit anfeuert oder ob es eher egal ist. Ja? Und wie das Thema eigentlich so gehandhabt wird. Ja? Ich freue mich auf die Kommentare. In dem Sinne viele Grüße aus Düsseldorf und bis zum nächsten Video. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.